Dem Krisenstaat Venezuela steht nach der gescheiterten Rebellion von Soldaten gegen Staatschef Nicolás Maduro ein weiterer Tag der Unruhe an. Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó rief die Streitkräfte auf, bei der Operation Freiheit für Maduros Absetzung voranzuschreiten. Auch rief der Oppositionsführer seine Anhänger zu erneuten landesweiten Protesten auf. Unterdessen verkündete Maduro einen Sieg über die aufständischen Soldaten, die sich auf Guaidos Seite gestellt hatten, und kündigte strafrechtliche Konsequenzen wegen Rebellion an. In Caracas kam es derweil zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Dabei wurden Dutzende Menschen verletzt. Die Lage war den ganzen Tag über unübersichtlich. Guaidó musste in einem Online-Video einräumen, dass er nicht die Mehrheit der Streitkräfte hinter sich bringen konnte. Er betonte aber, dass der Dienstag Risse in der Armee gezeigt habe. Der bekannte Oppositionspolitiker Leopoldo López wurde am Dienstag von Soldaten aus dem Hausarrest befreit und suchte Zuflucht in der spanischen Botschaft. Maduro und Guaidó liefern sich schon seit Monaten einen erbitterten Machtkampf in dem südamerikanischen Krisenstaat.